Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus Die Game Studio. Mein Name ist Marcel Schröder und ja, wir stehen hier auf dem halbwegs vorbereiteten Bauplatz für das Platinwerk. Das Platinwerk ist ein einfaches Werk, was auf dieser Seite steht. Das heißt, wir nehmen hier das Eisenblechwerk. Oder warte, wir gucken erst mal, wie viel Platin überhaupt zu machen geht. Neues Rezept hinzufügen. Platin. Nicht Ingot. Was mache ich denn hier für Blödsinn? Platinplättchen. So, dann müssen wir natürlich. Ah ja, da brauchen wir wahrscheinlich auch den Draht, ne? Also diese Wirecoil und das Blech. Da brauchen wir zwei Werke. Was brauche ich denn eher? Brauche ich eher die Platinplatten oder brauche ich eher den Platindraht? Ach ja, na, gucken wir doch mal. So, und zwar hier. Da sagen wir, wir haben hier, wir hätten hier Platinum Plates. Wo ist denn da eine Verwendung? Den Wire, okay. Und das war's. Ne, das ist ja. Mehr kann ich Platinplatten nicht. Ich brauche keine Platinum Plates für irgendwas anderes? Ich hätte gedacht, dass ich das für die Leichtbauweise brauche irgendwo. Oder so. Nee, Platin ist ja gar nicht so leicht. Leichtbauweise, stimmt. Platin ist ja das schwerste Element, was wir haben. 21,4 Gramm auf einen Kubikzentimeter oder was? Irgendwie so, ne? Also die höchste Dichte. Nee, ich habe eine Schwerbauweise vielleicht. Ja, okay. Wirklich so? Sind hier, doch hier sind doch alle drinne, auch die ich nicht kenne, ne? Okay, also den Platinum war ja, den brauchen wir. Und den kriegen wir her, wenn wir das, können wir mit Platten herstellen. Wir können es aber auch so herstellen, aus diesem Coil. Und dieses Coil können wir aus Molten Copper, Molten Water herstellen. Na, das ist doch ideal. Das haben wir doch quasi, brauchen wir dann eine Zweierproduktion mit Casting Machines. Wie hier, Golddraht. Silberdraht wäre auch gegangen, ne? Aber das ist ja dann hier gespielt. Nehmen wir den Golddraht. Den kann ich da drehen und dann steht er hier drin und ist alles gut. Alles klar. So, dann nehmen wir doch mal hier, ne? Fangen wir hier an und hören da auf. So. Ein Stück Straße mitgenommen, ne? Gut von mir aus. So, dann sieht doch eins aus hier. Die fliegen auch alle los gleich. Zack, jetzt will jemand den alten Mast rein da. So. Hier entstehen ein paar Zwischenmasten. Hat irgendeiner eine ganz tolle Idee gehabt? Naja, nee, also die können wir da von mir aus hinbauen lassen oder der unten Verbindung nach draußen nehmen, ne? Können die auch weg. Upsala. Huch! Wo ist er hin? Ich wollte dich nicht wegreißen. Entschuldigung, das war jetzt. Das war jetzt nicht so nett von mir. So, wieso ist das jetzt hier nicht bestromt? Was ist los? Strom ist absurdum geführt. So. Gut, dann müssen wir jetzt das passt. Das passt. Ach, darum brauche ich noch die Verbindung hier. So. Okay. Das haben wir schon mal. Dann werden wir unten die Anforderungen auf Platin und Kupfer einstellen. Das ist ja kein Problem. Kupfer müsste schon drin sein. Platin machen wir noch. Und dann muss das ja hier nur geschmolzen werden. Und dann muss das alles da rein. Und dann läuft das ja alles. Ach, das ist ja alles. Läuft ja alles. Das ist ja supi. So. Das heißt, ich brauche jetzt hier den Bahnhof.
So, der Bahnhof heißt dann nicht Kupferdraht, sondern Platindraht. Aus einem Input. So, Platindrahtwerk. So, dann brauche ich so. Und der macht hier ein auf Platin-Ingot. So, und dann brauche ich, das geht schon alles hier, ne? Ja, da kann man natürlich noch große Kisten hinstellen und die größeren Turbo-Stapelgreifarme. Damit der Zug schneller ausgeleert ist. So. Und dann machen wir hier die Kisten noch größer. Einfach damit sich das hier ausgeht. So. Gut. Minus 30.000. Und Platin auch minus 30.000. Ist aber sehr auf spitz auf Knopf gedreht hier, ne? Müssen wir mal 40.000 anfordern. Das passt ja in die Kisten rein. So. Oder? Was haben wir hier? Wie viel? 80,6. 80 mal 200. Sind 1000. 160 mit zwei Nullen dran. 16.000 pro Kiste. Gehen wir locker 40.000 hier unter. So. Okay. Das ist schon mal angefordert. Hier werden die Schmelzen schon mal angesetzt. Das muss dann aber Platin schmelzen. Molten Platinium bitte. Nee, die machen Kupfer. Die machen wir da Kupfer, Molten Copper, bitte. Das ist schon richtig. Die Golddinger muss ich nur umstellen, ne? Ja. Die Golddinger müssen Platin machen. Interessant, dass er unten die erste Reihe komplett gesetzt hat schon und die arbeiten schon fleißig. So, da kommt es jetzt so langsam. So, jetzt kann ich das hier eigentlich so nehmen, wie es ist und immer da drauf. Müsste das eigentlich gehen. So, und euch muss ich sagen, ist eigentlich auch ein MK2 dabei? Nee, ne? Euch muss ich sagen, macht mir mal Platindraht. Den brauche ich hier. Machen Sie mir mal Platindraht. Das Wasser muss ich noch erzeugen außen. Das hat sich nicht mitkopiert? Hä? Braucht er auch Wasser? Ach, das kriegt er von damit. Ah, ja, okay. I see. Meine trüben Augen sehen was. Das ist hier drüben mit verbunden, deswegen kommt das Wasser quasi von damit angeschossen. Ja gut, okay, bei mir aus. Wenn das geht, an anderer Stelle wird es hier auch gehen. So viel Wasser brauchen wir ja nicht. Das wird ja später sowieso noch alles umgestellt auf Coolen, ne? Also da gibt es ja dann nachher die Möglichkeit, wenn ich das endlich mal habe. Das sollte ich mal erforschen unbedingt, dass ich diesen Umbau dann irgendwann auch mal machen kann noch. So, hier kommt das erste Platin an. Geht auf Reisen. So.
Wie voll werden die Kisten? Wird nicht dolle voll werden, ne? Nee. Na, kommt zuerst der Kupfer an. Sehr gut. So, das kann denn ja schon mal dann auch irgendwo, wenn das hier fertig konstruiert ist, rum ankommen. Da kommen noch ein paar Rohre und so. Dann gibt es wieder Blinken. Gut. Und dann brauchen wir ja jetzt hier den Bahnhof bloß noch anbauen, beziehungsweise das dann auch uns drum kümmern. Ich glaube, die Rohre sind jetzt momentan so eine Sache, die sind wahrscheinlich gar nicht mehr so sehr im Dings, ne? Ist das hier drin? Nee. Das war I. L, Logistiknetzwerk. Wenn ich jetzt Plastik. Ah, doch, dann immer 300 im Dings hier. Okay, das geht noch. So. Schön. Dann könnte das mit dem Platiniumwerk hier auch funktionieren. Dann machen wir hier schnell den Bahnhof fertig. Ich lasse das mal abtransportieren von mir. Das mal abtransportieren. Und ja, die 16 Gleise, die können auch weg. So. Mein Inventar mal wieder ein bisschen nebenbei putzen. So. Das ist dann hier das Platin. Platindrahtwerk. Output. Fertig. So, und dann brauchen wir hier eine blaue Kiste noch. So, dann machen wir da drüben noch eine blaue Kiste. So. Den Rest sollte es ja eigentlich vollautomatisch bauen können. So, und hier liegen schon die ersten Platinrollen. Ha! Funktioniert! Apropos die ersten Platinrollen. Platindraht. 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 So. Gut. Sehr schön. Das heißt, jetzt müsste hier unten auch die Produktion beim Platin in Gang sein. Ja, ist sie auch. Sehr gut. Denn auf einer Schiene? Ja gut, kann möglich sein. Oder kriegt er hier nichts? Okay, na gut. Aber das stockt hier ja nicht, ne? Oder? Na gut, der kann nicht unbedingt immer rauslegen. Also ganz klappt das nicht. Das ist, glaube ich, aber auch hier das Problem, oder? Kann der immer... Ganz kann er das nicht rauslegen. Obwohl er es eigentlich können sollte, weil genügend Material damit transportiert wird. Also da müssen wir auch noch mal ein bisschen was machen. Kriegen wir aber auch hin. Alles klar. Können wir mal gucken, was kostet mich denn die Forschung von dem nächsten Förderband gelöt? Wenn ich das machen wollen würde, da brauche ich auch die gelben zu 300 mal. Okay. Ja. Wir sind ja immer noch auf der Spur, dass wir dann irgendwann das Titan machen können. Aber dazu brauchte ich die Prozessoren, ne? So, irgendwie diese Reihenfolge ist das hier jetzt. So, okay. Blue-Chip-Werk haben wir hier. Jetzt könnten wir uns Gedanken machen, also der Bahnhof hier ist ja okay, ne? Jetzt könnten wir uns Gedanken machen drüber, dass wir alles rankriegen, was wir brauchen für die Prozessoreinheit. Da wollte ich hin. Das hier, ne? Nitric Acid haben wir. Da haben wir einen Säureberg. Alle, das muss 20 davon hier brauchen, ne?
9 Advanced Processing Boards. Das wird ein riesen Aufriss. Und die Produktionszeit, ne, selbst in dem kleinen Ding, ist ja elendig lang. Und die Frage ist, wenn wir das, wenn jetzt die Verwendung sieht, ist es ja eigentlich, sage ich mal, hier könnte ein bisschen was verloren gehen, da ein bisschen mehr brauchen, aber es geht eigentlich, ne? Also 30 pro wäre schon cool, 30 pro Sekunde davon herstellen zu können auf den Anhieb. Also die gehen nicht in die Forschung rein, wenn ich das richtig sehe, oder? Brauche ich die für irgendeine Forschungsflasche? Glaube nicht, ne? Oder ist da ein Teil Robotantennen-RE4? Es könnte sein, dass das in irgendeine Forschung reingeht. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, ich brauche es nicht für eine Forschung. So. Und da müssen wir gucken, dass wir da genügend Material rankriegen. Auf die Geschwindigkeit. Also, jetzt haben wir die roten Chips, ist jetzt momentan sowieso das große Problem. Die kriegen wir gar nicht in diesen Mengen, die wir brauchen. Ich glaube, da sollten wir anfangen, dass wir erstmal ein rotes Chipwerk bauen. Demzufolge erstmal ein grünes Chipwerk bauen. Ich glaube, erstmal brauchen wir ein grünes Chipwerk. In ganz groß. So viel, wie wir rauskriegen hier auf dieser Fläche. Könnte ein Anlieferungsproblem werden. Vielleicht mache ich 4 Teilwerke für Chips, dass ich 4 Anlieferbahnhöfe habe. Weil das ist, da bewege ich Massen, ne? Guck mal, wenn ich 30 von diesen normalen Chips pro Sekunde herstellen will, brauche ich 30 mal 20 von den grünen Chips alleine nur. Oh, jo, nö, ist klar. Um das irgendwie gewährleisten zu können. Ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen. So, was ist hier los? Warum liegen da 2 Förderbänder voll? Da ist doch irgendwas hier denn verkehrt. Mit dem Förderband drum muss. Wie los? Gibt kein Platin. So, gibt kein Chrom. Hab ich da irgendwas? Na, jetzt hat es so viel löst. Weil er nur mal braucht. Na ja, gut, 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 gut. So. Hier haben wir schon 3K. 9K. Nach 9K ist Schluss. Haben wir kein Chrom mehr? Nee. Irgendwie läuft die Dicke langsam voll. Wollen wir mal gucken, ob da irgendwann was. Aber hier Platin haben wir noch. Du, was ist denn dafür? Langsamer Auflader drin. Oder haben wir ein Stromproblem? Ein Stromproblem? Hä? Wieso haben wir noch ein Stromproblem? Uiuiui, da ist er, da fehlt eine Stromverbindung. Da fehlt eine Stromverbindung. Der ist wahrscheinlich bloß mit dem verbunden, aber das müsste dann nicht mit allen verbunden sein, oder nicht? Das Netz müsste darüber durchgehen. Uiuiuiui, Tiffy. Okay, 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 da müssen wir da mal hinfahren. Also da haben wir auf jeden Fall ein Spannungsproblem. So, hier, da gibt es auch mal wieder irgendwas geliefert.
Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Wir müssen da mal hinfahren nochmal. Da ist ein Problem. Ich bin gewundert, warum die da so langsam sind. Ich meine, okay, dass das rote Arme sind, ist auch noch schlecht. Das werden wir gleich jetzt auch noch lösen. Aber... ja, wie vorangehen, ne? Wollen wir erst die Chips machen und unsere ganzen Lagerbestände leer machen und dann nach und nach bauen, damit wir überhaupt erstmal die ersten solcher Chips haben, damit wir die das Werk zumindest dann in Betrieb nehmen können oben wieder, dass wir diese ganzen Titan-Sachen machen können. So. Wo bin ich denn jetzt? Ich wollte eigentlich noch ein bisschen weiterfahren. Warten Sie mal ganz kurz. Ich muss mal bis hier, ich wollte bis hierher fahren. So. Meister Katz ist gerade auch wieder der Meinung, er müsste meckern. Weiß nicht, ob ihr ihn gerade gehört habt. Ich weiß auch nicht, ich habe heute mich mal... ich glaube, bei seinem Frühstück habe ich mich vertan. Habe ich ihm hingestellt, er hat rumgemaut und mit mir hier rumgemehrt und gemeckert, so nach dem Motto, hier bringen wir mal was vorbei, ich brauche was. Oh, was ist denn hier das Problem? Da ist doch genügend Strom da. Und hier kommen wir bloß auf Erzeugung 2,9 Megawatt. Wo hast denn du den Erzeuger von 2,9 Megawatt? Irgendwas ist mit diesen Masten hier los. So, jetzt haben wir 8 Gigawatt. So, jetzt haben wir hier auch anständig Strom. So, und jetzt müssen wir die hier bloß noch mal ganz kurz upgraden. Momenten, guten Tag. B. So. Mal ganz kurz gucken. Könnte ja hier oben ein ähnliches Szenario sein. So, wie ist es hier mit dem Strom? Der hat eine Verbindung zum normalen Netz. Das ist ja witzig. So. Gut. Chrom ist hier abgeholt und Nickel läuft bald voll. Wo brauchen wir den Nickel Ingot jetzt? Da eigentlich auch so eine Zugabe, um den Stahl und Stahlblech oder das Molten Steel sozusagen zu vermehren, ne? Das könnte man natürlich hier beim Stahlplattenwerk. Wo brauche ich noch einen geschmolzenen Stahl? Weiß ich nicht. Eigentlich habe ich nichts weiter, oder? Wo ich geschmolzenen Stahl... Nickel ist denn für Inma-Produktion? Ja, okay. Hier zum Beispiel. Da ist ein bisschen Nickel dabei. Da müssen wir mal gucken. Da müssen wir wirklich mal gucken, wie wir das dann verarbeitet kriegen hier. Das ist ja alles ganz gut näher geworden. Nee, das ist Platin, das wird auch gut abgeholt. Sehr schön, guti. Naja, dann haben wir da auch noch ein Problem behoben, welches dort vorherrscht. Warte mal, wo ist mein Zug? Der steht jetzt da, ne? So, dann setze ich mich da schon mal rein. Und ich mache mir dann Gedanken, was wir jetzt dann in der nächsten Session machen. Beziehungsweise was ich jetzt als Werk machen möchte. Die Frage ist wirklich, gehen wir erstmal darauf, dass wir ein paar Prozessoren herstellen, um die Werke herzustellen, damit wir das Titan machen können? Weil es fehlt uns ja hier oben nur, so dass das Werk an sich kann ja so stehen bleiben. Aber die müssen halt, das müssen halt grüne werden, damit die das können, was die hier machen sollen. Und dann muss das hier noch umgestellt werden, aber dann haben wir wieder eine Titanproduktion. So wie ich es ganz gerne in die Wolfram ist es hier oben, ne? Wolfram oder Titan? Ne, Wolfram ist das. Haben wir eine Wolfram-Produktion wieder. Wie wir sie generell auch haben hätten wollen. Genau so. Und
Dann könnte man ganz normal weitergehen, dass wir dann in Richtung Forschungsflaschen gehen und dass wir dann, ja. Also erstmal ein kleines Werk für Chips oder machen wir gleich jetzt den ganz großen Aufriss. Das sind Massen an, was sich da an Waren bewegen muss, ne? Oder ich muss ein Prozessorwerk bauen, welches mit den Materialien auskommt, so kleines. Und mehrere davon machen, dass ich wirklich von klein auf alles dort produziere. Ich weiß es noch nicht. Guck mal, nur um 10 Stück herzustellen, brauche ich 200 davon im Transport. Die Solder, das sind alles so Sachen, okay. 100 Chromplatten für 10 Stück. Kann nur 10. Kann nur ein Werk für 10 Stück bauen. Wenn ich das alles anliefere, wenn ich diese Chips aber dort vor Ort noch durchproduzieren lasse. Ich weiß gar nicht, wo ich denn die roten sind hier drinnen versteckt, ne? Die roten Chips, die in der Menge gebraucht werden. Sag mal, platztechnisch geht das hier alles. Das kriegt man im Viertel unter. Oder beziehungsweise in einem Berg ohne Schwierigkeiten. 900 darf man brauchen. Ach du Grüne. Okay. Gut, ja. Das wird interessant werden. Da muss ich mir mal Gedanken machen, wie ich es genau haben will. Aber ich glaube, Einzelwerke wären ganz gut. Und wenn es dann halt so ein Viertelwerk ist, na gut. Obwohl bei dem Materialbedarf, den er hat, ist ja der Bahnhof schon fast ein Viertel voll. Hier mal blaue Chips, ne? Prozessor, rote, grüne. Würde gehen, ne? Ich meine, bin ich da eigentlich schon so weit, dass ich nur einen in der Mitte stellen muss? Nee, ne? Achso, bei den Türmen bin ich jetzt so. Oder? Habe ich die anderen schon? Hätte ich theoretisch schon. Da brauche ich Prozessoren für. Alles klar, okay. Dass ich nur noch einen in der Mitte brauche. Das ist ja dann quasi das Neueste. Alles klar, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.